In geflogener Manier geht es weiter. Unsere Hütte jetzt wenigstens so weit grundlegend zu Ende zu bauen. Uns eine Struktur zu schaffen, dass wir einen Raum für uns haben, dass wir sicher sind. Und ja, dann können wir langsam anfangen. Und dann können wir langsam anfangen bei der Auszukundschaften alles. Ich habe jetzt wenigstens gelernt. Ich habe wenigstens gelernt, was jetzt Vergiftung heilt. Thirsty. Was ich ziemlich cool finde. Hallo. So, wir kommen erstmal auf 40 FPS klar. Und wir kommen erstmal auf das ganze Spiel klar. So. Danke. Boah, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, totaler. Oh, danke. Warum habe ich gerade nur 54 FPS Spiel? Was ist da los? Hi. So. Ach, stimmt ja, wir haben ja so unglaublich viele Früchte. Ah, genau, wir hatten ja noch die von den wir waren ja in dem Dorf. Ich muss gerade ein bisschen für mich selber kurz mal Revue passieren lassen, was eigentlich jetzt alles passiert ist. Wir haben ja das Dorf entdeckt. Und wir können ja ein Ritual ja da durchführen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Normalerweise heißt es ja auch, man darf es ja nur mit einem Schaman machen. Wir haben keinen Schaman. Also spricht alles dafür, dass das richtig nach hinten losgeht. Hey. So. Nein, da oben, bitte. Ja, so. So schade, ey. Das ärgert mich gerade schon ein bisschen. Klar, am Ende darf man nicht vergessen, es ist eine Beta, aber ich habe gedacht, so richtig geil. So, boah, komm, hast jetzt voll ausgeschlafen, kannst jetzt voll Gas geben. Und dann sowas. Naja, gut. Passiert. Grämen wir uns jetzt nicht so sehr doch, deswegen. Warte mal, wir können. Ich will trotzdem mal die Kohle mal kurz rausholen. Dann können wir das nächste gleich neu machen. Wir spammen die E-Taste. Können wir nämlich hier gleich direkt die ganze Kohle hineinstecken.
Man kann nicht genug Pfeile haben, ganz ehrlich. Man kann nicht genug haben. Was mich immer frage, ja, gibt Tiere. Kann man das ja nicht nutzen für sich? Naja, mal so ein paar vergiftete Pfeile. Hätte ja auf jeden Fall was für sich, ne? Hier wird kein Platz verschwendet, Leute. Schon mal gleich zu merken. So. Wie sieht überhaupt unsere... unser Nahrungsding aus? Was geht? Schön, wenn es riechen, ne? Dann könnten wir wenigstens... was trinken. Das wäre für den Anfang echt gar nicht mal so ungeil. Okay. Das Schöne ist, es hält wenigstens gleich alles runter. Das heißt, wir müssen nicht großartig weit locken, mal alles einzusammeln. Ja, schon wieder Regen. Geil. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Ihr seid aber immer noch dabei, ne? Oh, schön. Vorteil, es ist alles schon getrocknet. Ich muss nichts machen. Komm, reinschicken. So. Liegt ja alles in der Ecke. Warum liegt ja alles in der Ecke? Ich habe sie nicht hingelegt. Danke. Warum liegen hier noch so viele lange Stöcke? Was ist denn da los? Da sind noch drei. Dann haben wir schon mal das. Bräuchten mehr Kokosnüsse. Also ich wüsste noch drüben, glaube ich, noch, wo auf jeden Fall eine Kokosnuss liegt. Ich sag euch, die Ureinwohner sind eher neidisch über mein Lagersystem, weshalb sie ständig zerstören wollen, anstatt einfach nett zu fragen, wie hast du das gemacht? Hundertprozentig. Ist alles Neid. Für den. So. Das
das Feuer in Schellering. Krass. Aber hey, wir haben unglaublich gute Nahrungswerte. Kann man sich jetzt nicht beschweren. So, dann können wir ja trotzdem schon mal die grundlegende legen, wie zum Beispiel eine Lehmwand. Genauso wie hier hätte ich gerne eine Lehmwand und hier hätte ich gerne eine Lehmwand. Müssen wir natürlich mal gucken. Wir könnten auch einfach sagen, ich hätte hier eine kleine Wand, wo ich rausschauen kann. Und hier hätten wir halt so einen Eingang. Oh, bitte passt das. Das wäre sonst beschissen, wenn ich das Ding weg abreißen müsste. Und so. Also brauchen wir 6, 2 und da ganz viel Leben. Okay. Heißt, wir müssen uns wahrscheinlich gleich nochmal ein paar Leben. Also wir könnten uns natürlich gleich nochmal so ein. Hallo? Gleich noch so ein Ding herstellen, um uns Leben zu machen. Ich glaube, würde am meisten Sinn ergeben. Schon mal verwurstet. Und was machen sie so? Ja, also reiße den Regenwald nieder für eine einfache Lehmhütte. Das mache ich so nebenbei, während ich eigentlich meine Frau suche. Aber eine Villa ist natürlich erstmal wichtiger. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ne? Eine Villa ist einfach wichtiger. Mehr die ganze Scheiße. Wir müssen ja trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Auch wenn bis jetzt keine Ureinwohner mehr aufgetaucht sind, habe ich keine Lust darauf, wenn die dann doch mal auftauchen und ich unvorbereitet bin. Faszinierend, wie oft es denn anfängt auch zu regnen. Ich würde ja gerne mal die richtigen Palmbäume hier mal fällen. Würde mich immer interessieren, was die so an Holz raushauen. Habe ich 5 Stück dabei? Lol.
Kann man dann eigentlich dann auch, wenn man das Ding dann fertig gebaut hat, dann auch eine Tür einbauen? Oder ist es dann einfach nur, oder existiert dann einfach nur der Rahmen und das war's? Und ich sag euch, seitdem die Fallen da sind, trauen die sich nicht mehr hier rüber. Als wenn die mega Respekt davor bekommen haben. Bin ich trotzdem mal hin, da habe ich es wenigstens sortiert. Weil das muss ja, ein bisschen Ordnung muss ja trotzdem sein. So, zack, 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 zack. Weil langsam geht's mir alles auf den Sack, wie viele Stöcke hier rumfliegen und ich nicht so bin ich nicht mit so vielen was anfangen kann. Geht so nicht, Leute. Was bräuchte ich denn, um eine Leiter zu bauen? Brauchen wir ja auch noch. Oh, sagt nie, das geht nicht, weil da die... Das Spiel macht mich jetzt schon fertig. Weg damit, weg damit. Du kommst rüber. Das bauen wir ab. Wenn es sie abbauen lässt. Problem ist, hier können wir nichts hinstellen. Also wenn dann hier. Hallo, darf ich? Darf ich nicht? Nö, ich darf nicht. Okay. Mhm. Nein, nicht du. Du. Nein. Keine Knochen. Keine Knochen, habe ich gesagt. Obwohl, warte, nee, komm, kurz weg. Kannst du kurz mal ein paar Knochen aufnehmen? Danke. Hier auch noch ein paar Steine.
Danke. Und komm, dich können wir auch gleich mit reinpacken, es ist weg. Und wir haben so schön viel Kohle. Boah, es ist so geil. Und den Rest können wir ruhig drin lassen. So. An sich nicht schlecht. So. Wir haben noch ein bisschen. Muss man sich tatsächlich schon ein bisschen umschauen, welche Bäume haben wir denn noch? Vor allem, wie lange hält die Axt noch ruhig? Weil das Ding dabei ist ja immer noch, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir keine Eisenaxt herstellen können. Geschweige denn eine große Zweihandaxt. Was ja auch eigentlich mehr Sinn ergeben würde, um Bäume zu fällen. Na gut, die Metallspitzhacke könnten wir eigentlich ja immer irgendwo hinpacken, ne? Die brauchen wir so an sich ja erstmal nicht. Ihr seid noch am Wachsen, das macht jetzt noch keinen Sinn, euch abzureißen. Hallo Obsidian, das passt sehr gut. Oh, ich habe einen Igel. Drei Igel. Was soll das? Ich habe zuerst gedacht, wir bräuchten vielleicht. Nee, ein Feuerholz. Also diese Bretter, die wir da haben, macht ja auch keinen Sinn, dass das irgendwie. Dass das irgendwie dann die Möglichkeit wäre. Dass das die Möglichkeit wäre, um. Hi, cool. Könnte man hier stehen und könnte dann machen und oh, der Funk war nicht mal schlecht. So, und dann brauchen wir noch so eine. Obwohl, warte mal. Wenn wir hier. Hier gibt es sowas nicht wie Fenster, ne? Nee, nur halbe. Sowas so, ne? So ein Seiten, naja. So könnte man das doch machen, sagen, und hätte dann gerne Unterstand hier, aber. Das ist ja mehr so Deko, ne? Das ist ja wirklich mehr so Deko. Egal, wir nehmen gern Deko. Wir haben doch genug. Außer gleich keine Axt mehr. Aber das ist nicht schlimm. Wir stellen uns aber eine neue her. Genug Sachen haben wir dabei. Na? Danke. Shit. Seriously? Ach, stell dich nicht so an. Wir haben noch alles dabei. Zack. Oh
Wo ist das Problem, mein Freund? Gib keine Probleme. Nur nicht die richtigen Lösungen. Da oben liegen jetzt zwei Holz, die will ich haben. Nimm ich die Krogen. Werde ich hier um zwei Holz betrogen. Das ist unverantwortlich. Mal langsam pennen gehen. Oder was essen. Ich glaube, Essen macht mehr Sinn. Aber wenn wir jetzt rein nach Spielzeit gehen, Ingame-Zeit, hat er mir gerade mal den ganzen Tag schon durchgearbeitet, ne? Das ist ja auch nicht gerade ohne. Nichts am Essen, Mann. Du sollst es essen. Essen. Guck, und schon haben wir ein bisschen mehr Energie. Geil. Weiter geht's. Dann wieder ein paar schöne Pilze. Da hat wieder jemand versucht. Nee, war der. Federn, Federn, Pfeil und Knochen. Ganz, ganz viele Knochen. In dem Sinne zeigt es mir einfach nur, dass meine Falle effektiv ist hier. Gut schön. Danke. Aber wenn es halt immer nur ein Einzelner ist, dann das macht ja keinen Sinn für die eigentlich. Oder nicht? Ist ja... Erstes Mal kamen sie zu viert. Jetzt kommen sie einzeln? Ich weiß ja nicht. Wird das eigentlich funktionieren? Ich dachte mal eigentlich, dass fließendes Gewässer an sich eigentlich auch eine sichere Methode wäre, zu trinken. Wie schnell man sich irren kann, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber kommst du vor, oder jedes Mal, wenn wir eine neue Axt herstellen, hat die mehr
Hat die mehr Haltbarkeit? Also wirkt jetzt auf mich so. Ich freue mich ja darüber, um Gottes Willen. Ich freue mich ja wirklich darüber. Weil Behaltbarkeit heißt für mich einfach, ja, dass es länger hält. Weniger, was ich ausgeben muss. So. Wir sind dreckig, wir sollten mal uns. Warum sind wir dreckig? Achso, wegen dem. Weil wir ja Menschen auseinandergenommen haben. Nee, nicht du. Ich brauche doch nochmal das. Ich will ja ein Dach bauen, aber ich will das Dach aus. Hallo? Danke. Das Bananenblätter machen, so wie hier. Wir gehen uns aber mal waschen. Also vorher machen wir noch das hier. Und dann gehen wir uns waschen. Und ich frage mich immer noch, wie wir Knochen in eine Knochenrüstung herstellen können. Weil anhand von Fasern und so sollte es eigentlich nicht scheitern. Also, Lianen haben wir. Also, um es festzumachen, ist das Problem. Was ist dann das Problem? Was ist das Problem? Was fehlt mir? Irgendwas fehlt. Er sagt es ja auch so. Also man sieht es ja auch. Irgendwas muss da noch mit ran. Nur was? Honig wird es nicht sein. Zum Beispiel. Das wird versprochen, wenn ich essen. Würde mich interessieren, ob wir das irgendwie als Falle nutzen können, weil ich werde es nicht essen. Das gibt mir so viel Minus-Malus. Ja, bestimmt interessant, wenn wir es drüben irgendwo hinlegen würden. Als Köder für irgendwelche Tiere oder so. Wieder. Wie lange hält das? Krass. Das ist wirklich lang. Vier Tage. Getrocknetes Fleisch hält vier fucking Tage. Das ist ganz schön lang. Gut, es hält. Es dauert. Auch. Oh. Dauert natürlich auch seine Zeit. Bis es dann getrocknet ist, aber trotzdem. Vier Tage ist krass. Viel.
Ach, komm schon. Kommt die eigentlich schon wieder her? Und ja, ich weiß, wir könnten das alles viel effektiver bauen, indem ich einfach schnell alles aus meiner Lebendings raushole, neu setze und dann alles Stück für Stück hochhole. Aber ich will gemütlich bauen. Ich will ganz gemütlich bauen. Ich will dieses Spiel ein bisschen genießen. Und schon zum dritten Mal Ureinwohner einsammeln, die verstorben sind. Und dafür kann man das natürlich auch nutzen. War krass, also nur bei uns vorne da, ne? Da funktioniert das. Da sterben die auf jeden Fall. Und die hinteren Fallen. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Ich frage mich aber auch immer, gibt es auch andere Fallen, die man nutzen könnte? Oder sind das die einzigen? Ich bezweifle, dass es die einzigen sind. Mit euch kann man nicht nochmal was herstellen, ne? Ne. So. Ist eine gute Idee, dass wir die Falle da hingebaut haben. Ich sage es euch. So wie es ist. Es ist eine sehr gute Idee, dass wir sie da hingebaut haben. Und ich sag euch, wie es ist. Wenn wir irgendwann unsere Frau wiederfinden, dann... Die wird sich freuen, wenn dann eine riesige Villa auf sie wartet, die wir vorher extra für sie gebaut haben. Aber es ist halt auch wieder das, ne? So, wenn man sich das eigentlich mal überlegt, wie dringend wir eigentlich los müssten, um unsere Frau zu suchen. Weil wir halt unsere Frau eigentlich finden müssen. Oh. Ups. Nicht passiert. Aber langsam sollten wir uns trotzdem mal hinlegen. Ich glaube, das wäre wirklich von Vorteil. Hey, nicht gedacht, dass du dich einsammeln sollst. So, dann machen wir mal so. Und Feuer und so und so ganz viel. Und dann machen wir... Das einfach mal
So. Haben wir was hier drinne? Ne, haben wir nicht. Nicht schlimm, dann nutzen wir das. Bitch! Gerade so. Hab ich nicht getan. Boah, hab ich nicht getan. Ich bin so ein Idiot. Hab ich gesagt, dass du darauf gehen sollst? Nein. Ich bin so ein Idiot. Hoffentlich passt das jetzt noch von der Energie. Gerade, tatsächlich gerade so. Das ist schön, dass jetzt hier solche wieder wachsen. Ihr seid auch bald wieder soweit zur Ernte. Na? Kein Menschenopfer, was uns da geboten wurde, ist aber schade. Das ist wirklich schade. Ich glaube, das können wir abbauen hier. Das macht keinen Sinn hier. Ob die wirklich neidisch auf uns herabblicken? Auf unsere wunderschöne Behausung? Während die in ihren kleinen dreckigen Hütten vergammeln. Oh nein, das ist kein Stück Arroganz. Das Gefühl, es macht einfach mehr Sinn, hier oben so ein Ding zu haben. Also für den Bauen. Fürs Bauen. Auf jeden Fall. Oder hier hinten nochmal eins extra. Irgendwie muss ich gerade tatsächlich sagen, ich vermisse so ein bisschen die Action. Es war zwar nur 3-4 Mal mit den Ureinwohnern, aber irgendwie vermisse ich sie jetzt. So ein bisschen mehr wäre schon geil. So, brauche ich was zu trinken. Wir müssen halt gucken, wo wir langsam, wir müssen langsam mal gucken, wo wir auf jeden Fall Bambus herbekommen. Das wäre auf jeden Fall mal, finde ich, wichtig zu wissen. Oh, jetzt habe ich die Dinger vergessen. Egal, machen wir gleich nochmal. Gut, dass wir so viele gesammelt haben. Na, wir haben Blut-E. Wir haben wieder Igel bei uns. Gut, dass sie dreckig sind, wundert mich nicht.
So. Ja, uns geht auch gerade das Fett aus. Will das Spiel uns damit sagen? Iss mehr Nüsse. Also weiter als 5 geht nicht. Finde ich interessant. Ja. Lässt sich sehen, finde ich. Hineinstecken. Feuer muss brennen. Eigentlich würde ich tatsächlich gerne zuerst die Wand fertig machen, bevor ich jetzt hier weiter die Dächer baue und so, weil... Warum? Ja, Spiel, warum, OBS, warum verliere ich jetzt meine, jetzt gerade meine Serververbindung? Was soll das? Und das um 4.50 Uhr am Morgen? Konnte keine Verbindung, aber ich habe den Reset doch eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass sie den Reset erstellt haben. Also, auch später verschoben haben. So, jetzt aber. Unerhört, das Ganze hier. Unerhört. Da können wir auch wenigstens kurz was essen hier. Sechs, fünf, 18. Ah, jetzt für zwei Becher oder zwei Wände reicht das gerade so. Was ich mich dabei frage, ist, warum Asche? Warum müssen wir da Lagerfeuer Asche mit reinlegen? Ich verstehe es nicht so ganz. Was ich mich hier frage ist, warum können wir eigentlich hier keine Bananenseeds reinlegen? Vor allem, wo landen die denn? Ich spiele die nicht.
Ich wollte doch gerade sagen, da muss doch da müssen noch Bananen-Seeds hin. Irgendwas fleischtechnisches, ne? Wie sieht es mit der Drehung aus? Das sieht noch super aus. Dann können wir hier das mal so machen. So. Danke. Ja, entspann dich mal, Affe. Ist aber auch merkwürdig. Klar, also wir haben jetzt mal auf die Story wieder bezogen. Wir haben ja einen Rucksack gefunden mit verbrannten Notizen von unserer Frau. Plus noch diversen anderen Kram. Eine Karte und alles drum und dran. Sind die geflüchtet? Die Ureinwohner? Oder... Weshalb sind die auf einmal im wörtlichen Sinne verschwunden? Es muss ja schon irgendwie einen Grund haben, weshalb sie auf einmal weg waren. Was schön dabei ist, die Ureinwohner kommen jetzt so einfach nicht mehr rein erstmal. Erstmal kontrollieren gehen. Alle sieht auch noch soweit intakt aus. Die kommen tatsächlich jetzt nur noch in Einzelgruppen. Es ist echt interessant. Es ist echt interessant. Man muss es einfach so sagen. Es ist echt interessant. Sie kommen nur noch in Einzelgruppen. In einzelnen Personen. Gruppen sind es ja nicht mal mehr. Ich hoffe, dass irgendwann, wenn man halt hier ist, dass es hier irgendwann auch trocknet, ne? Also, dass das Spiel schon checkt, okay, da ist ein Dach, da kann nicht viel mehr reinregnen. Das wäre schon cool. Es nimmt ja langsam Gestalt an. Ich freue mich drauf, wenn wir dann wenigstens eine Etage höher sind. Weil dort können wir gucken. Unten so Lagerkram, oben eine drüber, dann schlafen, bis das hier ist. Vielleicht noch eine zweite, noch vielleicht noch einen zweiten Kamin hinbauen. Wenn es möglich ist. Yeah.